Herzlich willkommen zum Pressegespräch im Anschluss an die Partie heute gegen 60 München. Ich darf ganz herzlich den Gästetrainer Agirios Giannakis begrüßen. Herzlich willkommen und unseren Coach natürlich auch, Alex Ende. Kurz die Statistik: 2915 Zuschauer sahen ein 0:1, das einzige Tor in der 71. Minute durch Julian Kutau. Jetzt freuen wir uns auf die Statements der beiden Trainer und dann natürlich der Gästetrainer, das erste Wort. Bitte schön. Hallo zusammen. Ja, wir wussten, was wir hier erwartet. Eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Eine faire Mannschaft, die gerade die höchsten Ballbesitzzeiten, die höchsten Pässe der Liga spielt. 4-4-2-Raute, Positionsveränderung, Positionswechsel. Das in den Griff zu bekommen, war eine Herausforderung. Da hat uns in der ersten Halbzeit der Mut noch gefehlt, nach vorne zu verteidigen in vielen Situationen. Kam unter Druck, kam einmal Marco Hüller gebraucht um den Pfosten. Ja, hinzu wussten wir, dass Ferl auch durch Halbfeldflanken gefährlich werden kann durch einen langen Einwürfe. Das heißt, das haben wir auch versucht wegzuverteidigen. In der zweiten Halbzeit habe ich eine Leistungssteigerung gesehen von unserer Mannschaft, dass wir uns mehr getraut haben, nach vorne zu verteidigen, mehr getraut haben, auch den Ball zu wollen. Ja, und wir machen dann das 1-0 und haben dann uns mit allem, was wir hatten, dann eingeworfen und dann das Tor. Parteien Sie dann aus dem Schwert. Alles Gute für die beiden Aufgaben. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Agirios. Für Alex, deine Einschätzung zum heutigen Spiel, bitte. Ja, als erstes natürlich Glückwünsche nach München. Glückwunsch auch zur tollen Serie jetzt in diesem Jahr. Ja, ich sitze jetzt gefühlt schon zu oft hier und rede von wahrscheinlich wieder einem guten Spiel und ein scheiß Ergebnis für uns. Das ist so. Das ist eine Blaupause. Letzte Woche habe ich das auch schon gesagt. Und von daher, ja, was soll ich den Jungs nach so einem Spiel wieder mitgeben? Vieles gut gemacht. Ein Gegner, ja, schon auch vor viele Aufgaben gestellt. Das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite gehabt bei diesen Chancen. Unsere Chancen haben wir nicht genutzt. Haben nicht viel zugelassen, die Chancen, die der Gegner hatte. Ich weiß nicht, ob es viel mehr war als diese eine, haben sie genutzt. Und ja, dann muss man dann doch sagen, in der Summe, nach all diesen Spielen, wir müssen Wege finden, Spiele zu gewinnen. Und da gehört es dazu, aus dieser Überzahl, aus dieser Dominanz einfach, aus dieser Unzahl an Hereingaben, an flachen Hereingaben, an Flanken, an Einwürfen, einfach mehr rauszuholen. Und habe es vorab den Jungs schon gesagt, in der Box, dort entscheidet sich alles. Und diese Gier, dort vor den Mann zu kommen, mit meinem Körper aktiv auch diesen Schritt nach vorne zu tun und dieses Herz auch zu haben, ja, mich in alles dort reinzuschmeißen, das ja, muss man dann in der Summe irgendwann auch mit in die Bewertung reinnehmen, weil ich glaube, wir haben gefühlt 25 Eingaben von außen, der Gegner hat 3, er findet 2 Mann mit Spieler. Und wird gefährlich und wir finden einfach zu selten unseren Mitspieler. Und ja, das ist etwas, wo wir den Finger in die Wunde legen können, müssen, wie wir das Spiel gestaltet haben. Unser Aufbau, unser Übergang, unsere Verlagerung, alles soweit gut. Aber wie gesagt, da wo das Spiel entschieden wird, da müssen wir besser werden. Und das ist unser Ansatz für die nächsten Wochen. Wir haben es in der Vergangenheit gezeigt, dass wir es können. Aktuell fehlt uns da ein bisschen was. Und das wird der Auftrag der nächsten Wochen sein. Ich wünsche euch einen guten Heimflug und euch allen noch ein schönes Wochenende. Danke. Ja, danke Alex für deine Worte zum Spiel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte schön. Herr Giannakis, was haben Sie denn in der Halbzeit gemacht mit der Mannschaft? Das waren ja zwei grundverschiedene Halbzeiten heute. Ja, wir haben erstmal daran gedacht, dass wir hier ein bisschen emotionaler auftreten müssen und gut tun, aber auch meine Sachen taktisch verändert. Und es ging darum, mutig nach vorne zu verteidigen, Ja, und da haben wir die Mannschaft dann erinnert und auch weitere Sachen ein bisschen intern verändert. Was waren die Gründe für Sie, dass Liro Quattro am Anfang nur auf der Bank saß und Sie quasi Fabian Greilinger den Vorzug gegeben haben? Ja, wir wollten heute ja eine asymmetrische Dreierkette, auch Fünferkette auch spielen und da auf der linken Seite dann mit dem Spieler mehr Mittel haben und da Kreide offensiver ist und tieferen Schwerpunkt hat als die, haben wir uns dann für Kreide entschieden. Es war ja auch das Comeback heute von Joel Schwarz. Wie waren Sie zufrieden mit dem?
Ja, man hat gesehen, glaube ich, dass er Qualitäten hat, aber noch gesehen, dass er noch Luft nach oben hat. Okay, gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall. Dann darf ich Danke sagen fürs Kommen an die beiden Trainer, an die Pressevertreter. Ich wünsche eine gute Heimreise und ich sage allen schönes Wochenende und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Danke.